BMT auch und dann hat nächste Woche hat dann wieder so. Nur wenn es Spaß macht. So, hallo Freunde der Spielkultur, auch auf YouTube. Wie gesagt, bei dem Video von Ashes of Singularity, unglaublich, dass ich mir den Namen merken kann vom Titel, werden wir uns mal in den Multiplayer stürzen. Im Moment hat noch ein anderer Typ das Spiel, nämlich der Yo-Bear, der auch schon bei PI mal mitspielt. Graf, auch im Chat bekannt. Und wir werden mal einfach loslegen, oder? One versus One. Er hat die andere Fraktion, die Substrat, die irgendwie, glaube ich, die werden auch Splinters immer genannt, oder? Weiß ich nicht. In der Kampagne. Also gerade, wo wir Kampagne gespielt haben, noch hießen, glaube ich, immer die Splinters. Und ich bin die PHK, die posthumane Koalition. Ich hätte gern die Story geschrieben für das Spiel. Wäre nämlich nicht so gut gewesen dann. Besser. Und wir haben keine Ahnung von dem Spiel. Yobe hat es gekauft, vorhin erst. Ich habe jetzt schon ein bisschen Kampagne gespielt gehabt und ich hoffe einfach, ich bin jetzt schon überlegen und ich sehe schon, es gibt 8000 mehr Gebäude. Ich konnte zur Hälfte ein Einspiel, also ein normales Match spielen. Verdammt! Dann bist du ja doch schon besser als ich. Weil ich die Kampagne ausgelassen habe. Oh, ich habe 2 Punkte mehr. Bei oben rechts sieht man ja die Punkteanzahl. Links ist Wirtschaft und Macht und sowas. Wenn man ganz rechts von diesen, gibt es auch, wow, 20 mehr. Und wenn man auf der Karte gibt es spezielle Extraktoren. Wenn man die hat, dann kriegt man jeden, Turinium kriegst du dann. Dann hättest du dir vorhin die Kampagne mal angucken müssen im Stream. Da war nämlich schon die Situation. Ja, ich hatte auch schon ein bisschen davon. Ich habe nur gerade gesehen, mit diesen Unterstützungsdingern. Achso, jetzt kann man auch die Lager vergrößern, Logistik vergrößern. Also ich fühle mich gerade ein bisschen unterlegen von dem Punkt auf. Nur weil deine Kampfkraft so gering ist? Ja, es ist auf Wirtschaftskraft. Und warum bist du so unterlegen? Weiß ich nicht. Du sollst dich anstrengen, du sollst dich einfach verlieren gegen mich. Ja, jetzt gerade. Pass mal auf. Vielleicht habe ich wieder im Vergleich dazu 0 Punkte. Achso, damit man nicht alles immer sofort bauen kann, gibt es hier zuerst Uranfelder ab dem ersten Feld. Wenn man das richtige nimmt. Und ich habe das richtige genommen. Könntet ihr euch bitte verbinden? Danke. Ah, das war das.
Nein, sieben Stunden nicht lange halt. Doch, ich verliere nicht. Du hoffst, du verlierst jetzt schon? Nee, nicht. Ich verliere nicht. Du verlierst aber nachher. Tut mir leid. Bin ich noch immer. Nur weil ich halt so viele Punkte habe, sagt das doch gar nichts aus. Ich glaube, das hat schon so einen Indikator. Noch hast du nur doppelt. Könnten auch nur nachher mehr sein. Ja, der Graf ist leider sehr leise. Das tut mir sehr leid. Also, ich kann mich lauter stellen. Besser? Bestimmt. Ja, sorry. Ich kann dazu jetzt gerade nicht viel sagen, weil ich kann nicht verstehen. Ich mache mal die Ingame-Musik auch ein bisschen leiser. Würde ich das warm machen. Meinst du, ich habe Vorteile, weil ich Musik habe? Ja. Definitiv. Da hast du sogar recht, ja. Weil ich durch heroische Musik angetrieben werde. Immer besser zu spielen als die anderen. Hoffen wir es mal für dich. Ah, du hast nicht mehr doppelt so viele Punkte wie ich. Oh ja, ich bin ein bisschen abgefallen, das stimmt. Nee, das muss ich nicht so machen. Jetzt hast du viermal so viele Punkte wie ich. Passt schon. Nö, muss nicht. Ach, da ist ja doof. Der Nexus kann sich ja verteidigen. Schlecht gelaufen. Nö, jetzt greift er irgendwelche anderen Sachen an. Soll der Mist hier? Jetzt greifst du mich an. Wieso verteidigst du dich nicht ordentlich? Ich werde jetzt die Verteidigung aufbauen, die nie gewinnen. Mit welcher Baueinheit, die ich gerade zerstört habe. Ich finde das Spiel super. Also ich finde es gerade nicht so toll. Nö, ich finde es toll. Muss dazu sagen, dass meine erste Runde nicht fertig spiele. Noch bisher nicht fertig. Guck mal, ich kann dich sogar noch ein bisschen am Leben lassen. Ich will noch ein bisschen Einheiten gucken, bevor ich dich töte. Das ist aber nett. Ja, so bin ich.
In mir ist viel mehr Liebe drin, als die Leute denken. Es ist nicht ganz ausgeglichen. Ich finde das aber doof mit dem Punktindikator, weil ich dann meinen Gegner genau einschätzen kann. Vielleicht nehmen die ihn irgendwann mal raus und man kann ihn deaktivieren. Gibt's wahrscheinlich eine Hardcore-Option, wo du nicht weißt, wie viele Ressourcen du hast. Du weißt überhaupt nicht, was du hast. Da muss man immer erraten, was man hat. Vor allem Hardcore. Das ist für mich Standard in einem Strategiespiel. Ich meine, dass man seine eigene Produktion auch nicht sieht. Ah, jetzt darf ich auch zu den, also direkt zur Armee den Kram schicken, wenn der gebaut ist. Das geht wohl nur, sobald ich den ersten Kreuzer drin habe. Bitte wieder auflösen, danke. Was ist das hier? Dein Untergang. Ah. Man kann den Output der Ressourcen verstärken von jeder Region. Ich weiß. Ja, ich wusste das noch nicht. Das wurde mir noch nicht erklärt in der Kampagne. Soll ich sagen, ich hatte gar keine Kampagne. Außer vielleicht nicht. Oh, du hast schon 600 Punkte, ich muss aufpassen. Nein. Lehn nicht zurück. Zerstöre alle deine Einheiten. Das stimmt, Rosiel. Man kann natürlich kontern mit den richtigen Einheiten. Kann mir jemand sagen, womit man was kontert? Nein. Das musst du selbst rausfinden. Haben wir irgendeinen Entwickler zur Stelle? Nein. Schade. Ich finde diese Baueinheiten morgen echt zu lang. Dann bauen doch. Nimm doch mehrere auf einmal. Das ist mir zu teuer. Wobei einen kann ich mir, glaube ich, leisten. Hoffe ich. Mein auch Gott. Wenn ich schon minus 17 mache. Da braucht man einen Haufen Baueinheiten, glaube ich, um da. Ah ne, die brauchen Uran gerade, das haben die nämlich nicht. Ich habe Uran. Ja, weil du noch keine Gebäude baust. Ich habe Uran. Ich habe Uran. Ich habe Uran. Ganz zwei. Ich habe Uran. Ich bin ganz schwach. Ich werde nicht stärker. Die Punktzahl ist eine Illusion. Oh ey, jetzt ist meine Logistik zu klein. Muss ich warten. Du baust halt einen Haufen Einheiten jetzt.
aus deiner Basis heraus. Ja, aber ich habe nicht die Ressourcen dafür eigentlich. Gut, jetzt habe ich genug Logistik. So, der ist auch fertig. Das finde ich gut. Das waren hier unten die Metallextraktoren. Ja, das sollte ich tun, danke. Was denn? Nix. Ich muss halt das machen, was der Chat sagt, was man im Moment nicht sehen kann. Ich hätte den Stream offen haben sollen. Aber siehst du, hier gibt da auch noch eins, das kann ich auch nehmen. Muahahaha. Sollte diese Einheit? Aber ich habe erstmal besser. Ah, gut. Ah, ich weiß, glaube ich, noch mehr. Weil du eh den Streit gewonnen hast. Wenn du den weiter kontrollierst, ist ein Generator. Du kannst ja mit Flug einhalten. Ja, doof. Ja, jetzt komme ich auch mit Flug ein. Haben die sich gerade teleportiert? Die haben gekocht. Genau, kochende Luft an. Das wäre mir eine neue. Gewonnen. Ich habe dieses Teil übernommen. Jetzt muss ich nur das ewig. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich kann dir dieses Teil leider nicht überlassen. Du musst mir nur so lange überlassen, wie ich das nicht sagen. Lagervergrößern bringt mir aktuell nichts. Ich verbrauche ja jede Menge. Du lässt das doch jetzt am Leben, oder? Das ist nicht sozial. Scheiße, das Teil wird voll zerstört. Eine Befürchtung von mir. Die es übereintreffen wird. Ich glaube, der ist vorher tot, bevor er zurück ist. Oh. Feuerwerk! Hui! Fluganheiten sind unzerstörbar. Nee. Da fehlt gerade nur eine Gegnereinheit zu. Bei denen rasselt. Und tot. Nö. Oh, jetzt. I'm coming not in peace. Ich dachte, du kommst schon in Frieden.
Nee, nee. Du darfst dich jetzt noch ergeben. Da ich in der extremen Übermacht bin. Du hast einen Stärkewert von 45. Unterschätze diesen nicht. Ich unterschätze den nicht. Du überschätzt. Ich muss auch sagen, das Einheitendesign hat mich ein bisschen an Homeworld. Ich weiß nicht warum. Ich habe einen Fehler in diesem Spiel entdeckt. Ja. Wenn man ganz nah an diese gestrichelten Linien zwischen den einzelnen Stationen ranzoomt und man in die richtige Position geht, fehlt ein Stück davon. Jetzt hast du es den Entwicklern aber gezeigt. Ja. Dafür möchte ich jetzt mein Geld zurück. Nee, ich möchte das Spiel gratis haben. Das ist, glaube ich, viel besser. Komm doch in Frieden. Greifen deine Einheiten in Frieden an. Kann es sein, dass deine Einheit nicht mehr interessiert? Entschuldigung, ich habe die vergessen zu bewegen. Ich wollte dir nur mal zeigen, was abgeht. Oh. Kannst du noch kurz warten? Moment, nein. Mist. Den hätte ich noch gewinnen können. Indem ich meinen OP viel werden kann. Aber ich kann doch jetzt viel irgendwas machen. Was bringt mir das jetzt? Oh! Wir sollten jetzt eigentlich selber drin rauskommen. Diese Verzeihung bist du nie gut. Ich glaube, die fällt ganz schön schnell auseinander. Die Bauarbeiter saß da dann. Nicht ein Reboot. Oh, so eine Basis hält aber viel aus. Na, das ist. Da hab ich. Ich hab jetzt Hex angemacht, das ist echt unzerstörbar. Ne, es sind einfach viel. Viel AP. 14.000. Okay. Nein. Was hat der Kraft die ganze Zeit gemacht? Wo ist seine Streitkraft? Ich glaube, die hat ja einfach nur. Ist Urlaubszeit. Ich guck mir ja nicht auf. Wir sind alle zu Hause. Also, wenn wir jetzt noch zwei Minuten warten können, wird es aus. Genau, meine Einheiten sind alle frei. Haben mich frei. Piep, piep. Ich hab sie eingestellt. Ich weiß von nix. Geerntet, verschwendet. Na, verschwendet ist das, was ich über die Produktion hatte. Am Anfang konnte ich sogar noch eine Zeit lang mithalten. So. Buh. Die Runde war nicht spannend, nein. Es war nur mal so ein bisschen Reingeplänkel. Ja, alle wollen jetzt ein Rematch, ne?